Hallo und willkommen zurück zu Drains Ocean. Ja, und unser Schiff, der Albatros, ist gerade angekommen und da werden wir gleich reinschauen. Zertifikat des Wirtschaftsministeriums. Manicus MSC, neuer Rang Verfrachter. Sie halten die Lizenz zum Kaufen von Panamax-Schiff. Hey, cool. Annehmen, natürlich nehme ich das an. Zack, bumm. Schön. Folgende Waren sind jetzt freigeschalten. Aha, Elektronik, Maschinen, Lebensmittel, Spirituosen, Chemikalien. Okay, das habe ich weniger gern. Waffen habe ich auch nicht unbedingt gern und die Radioaktivität mag ich auch nicht unbedingt. Aber ja, okay, was soll man denn tun? Herzlichen Glückwunsch, Ihre Reederei wächst und wächst. Wenn man bedenkt, wie viel, was, wie viel große die, was? Wie viel größer die Reederei aber noch werden kann, sollten wir es schleunigst anpacken. Okay. Aha. Ich sehe gerade, dass der erste Auftrag nach Amerika reingekommen ist. Ihre Reederei spricht sich wohl rum. Nicht schlecht. Ja. Wow, Amerika. Das wird unser Durchbruch. Mit ihren Feeder-Schiffen kommen sie zwar auch über den Atlantik, aber für die Frachtmenge lohnt es sich kaum. Wir sollten uns ans erste Panamax wagen. Ja, okay, gibst mir das Geld, Freund? Ich bin's nochmal, Ihre Agentin. Wir haben gerade sogar den ersten Großauftrag bekommen. Es geht um eine Firmenneugründung in Hamburg und dafür möchten Sie folgende Materialien. Importieren Sie 200 Toy Holz, 500 Toy Metall, 350 Toy Maschinen, 150 Toy Elektronik und 50 Toy Möbel. Ja, okay. Aber von wo noch? Okay. Bringen Sie alles innerhalb von 2 Monaten nach Hamburg, ansonsten wird ein Vertragsstrafe. Was habe ich denn jetzt angenommen? Was Vertragsstrafen? Wir haben den Vertrag doch gar nicht unterzeichnet. Na eben, sage ich ja, ich habe den nicht unterschrieben. Hallo? Als Unterzeichner steht Ihre Megan. Ja. Airboy und berichtet ist sie dazu. Entberechtigt ist sie auch dazu. Warum? Schauen Sie mich nicht so entsetzt an. Ich bin nur die Agentin und muss jetzt auch weg. Bis bald. Wieso ist die berechtigt? Also, das verstehe ich jetzt dann nicht. Wieso ist die unterzeichnungsberechtigt? Ja. Dass die einfach Aufträge da annehmen kann. Was soll denn der Scheiß da jetzt? Frau Boy, die Investorin. Halst uns einfach so diesen Großauftrag auf. Nun ja, lamentieren hilft wohl nicht. Machen wir uns an die Arbeit und schaffen wir die Materialien nach Hamburg. Ja, es bleibt mir nichts anderes über. Geforderte Materialien bis am 14.10. nach Hamburg bringen. Ja, super ist es. Also, das ärgert mich jetzt da. So, zum Hafen. So, jetzt müssen wir da nochmal schauen. So, da eine. Angenommene Verträge. Na super, na wo sehe ich das jetzt da, was ich brauche? Sagt man das einmal einer? Wo sehe ich das jetzt, was ich brauche? Ja, was, wie soll jetzt ich wissen, was die geforderten Dings sind? Naja, ich glaube, die haben wir das jetzt gemerkt, oder was? Wo sehe ich das jetzt, das, was ich brauchen tue? Ah, da dann, okay. Holz nach Hamburg. Okay. Auftrag. Schauen wir, was wir nach Hamburg haben. Wir haben gar nichts nach Hamburg, ne? Wem hätte es noch gewundert? Gut, dann noch. Was haben wir da noch? Lissabon. Ja, da werden wir mal nach Lissabon. Ich hätte gesagt. Maschinen.
Maschinen. Was das Dampfung fehlt? Dämpfung fehlt. Hä? Das ist ein Scheiß. Okay, dann fahren wir doch da nach England. Ja, nimm das an. Bestätigen. Danken nicht vergessen, das haben wir. Ablegen. Und los geht's. Nach England bitte rauf. Ja, jetzt müssen wir da. Also ich muss ehrlich sagen, ja, das macht mich jetzt echt extrem sauer. Ich werde es nicht schaffen. Woher? Wie soll ich das schaffen? Wie kann das so einen Auftrag annehmen, bitte? Das ist ja voll ärgerlich jetzt. So, Pacific Pearl ist einmal in England angekommen, bitte, ja? Zum Hafen. Wir haben dann einen Auftrag und zwar nach Stockholm haben wir was. Nach Rotterdam. So, ich muss jetzt schauen, ja, Holz nach Hamburg, ja? Bleibt mir nichts über, muss ich annehmen. Bestätigen. Dann tun wir mal voll tanken, logischerweise. So, ablegen. Zuerst einmal nach Rotterdam und los. Zum Hafen bitte, Auftrag. Hoffen, dass wir da auch noch was. Ja, wir haben zwar da Hamburg, aber das nutzt man genau Starner, weil es nicht mehr reinbringt. Jetzt können wir da noch Vollgas auch noch gehen. Dann schaffe ich das nicht mehr. In 3 Tagen sind wir. Ablegen. Hamburg. Ja, das ist super. Ich bin begeistert, aber ich brauche das Holz. Ne? Für den komischen Auftrag da. Ich finde das genial. So, nach Stockholm war das nicht schlecht. Kriege ich natürlich nichts. Na toll. Was machen wir da jetzt? Die kriege ich nicht einmal da irgendwie. Okay, ablegen. Bleibt uns nichts über. Gib Gas. Da bleibt uns nichts über. Bitte lassen wir da mit dem Schiff Vollgas fahren, weil sonst da kommen wir zu spät. Pacific Pearl ist in Stockholm. Sehr schön. So, nach Hamburg Holz. Holz, 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 Holz. Was haben wir da noch? Radioaktive Waren? Ja, okay. Aber das brauche ich alles nicht. Ja. Warte mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wo ist denn das der komische Auftrag? Da. Wir haben Holz, okay. Wir brauchen noch Metall. Jede Menge Holz. Haben wir da irgendwie Metall auch? Ja, Metall. Nehmen wir mal Metall. Super, das ist alles, was ich lernen kann. Ja, was soll's. Müssen wir halt Metall mitnehmen, hilft nichts. Zack. Bestätigen. Mich ärgert das jetzt so dermaßen, Leute, ja, dass ich den auf. Nee, dass der das annimmt einfach, ja, ohne dass wir was machen können. Okay, das geht einmal gar nicht, danken. Dann so schnell brauchen wir dann auch nicht fahren. Ablegen. Ja, ach, das ärgert mich. Aber sowas von. Echt jetzt da. Holz. Ja, ich brauch keine Elektronik. Jetzt habe ich nur das Holz da oben, oder was? Ist egal. So, pass auf, was haben wir da noch? Maschinen. Elektronik. Das sieht ja nicht einmal aus. Und vor allen Dingen ist das, weil wir die Frachtdämpfer fehlen. Für was die immer kehren? Ich meine, Frachtdämpfer ist mir schon klar, für was die kehren, ja. Aber keine Ahnung, ob unser Schiff das machen kann. Nach Valencia runter, nach Italien. Hm.
Ja, fahren wir nach Hamburg. Tanken. Es wird ein komplettes Verlustgeschäft, was wir machen. Mit den. Kragüter Textilien, ja, das ist super. So, Auftrag. Robkopie nach England haben wir da noch geplant. Textilgüter nach Hamburg, ja, das hilft mir genau gar nichts. Machen wir das, ich hoffe, dass wir da irgendwas kriegen für Hamburg, was wir brauchen dann für unseren Auftrag. Oh, danken sollten wir auch noch. So, und los geht's. Und zwar, was brauchen wir denn da noch? Ja, ich brauche da unbedingt Metall. Das ist Maschinen oder was das ist, ja. Ja, natürlich mache ich Minus, Fräulein. Sicher mache ich Minus. Oh. Das ist ja kein Wunder, was ich da für Aufträge wegen den scheißen Träger nehmen muss da. So, wie ist denn das da jetzt der Elektronik? Pass auf, was brauchen wir da? Frachtdämpfung fehlt. Okay, Schiff verbessern. Wo kann ich das machen? Rumpf. Ich verstehe das Ganze nicht. Motor. Legale Transportform. Okay. Ja, verbessern wir das alles einmal da. So. Ja, ja. 6 Tage liegen wir jetzt still. Also kann ich jetzt nicht zum Hafen. Liegt der nur still oder was? Ne, der geht schon. So. Da habe ich das alles da. Ja. Aber das nutzt mir genau Steiner. Ich kann das trotzdem aus irgendeinem Grund. Wo stehen denn wir überhaupt? Wir stehen in Hamburg. Wir stehen in Hamburg. Aber ich sage euch was, wir werden was anders machen. Nee, wir müssen. Ich mach das anders. So, ich riskiere es jetzt einmal und nehme das mit. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Mir ist wieder so alles kaputt ist. Tja, haben wir Pech gehabt. Ablegen. Und los. Ich habe hier eine explosive Firma Vertrag, den Sie nicht verpassen sollten. Die Prämie ist äußerst hoch. Nee, ich habe jetzt einen. Ich brauche nicht nur einen. So, zum Hafen. Gut. Schauen wir mal. Das Holz haben wir erfüllt. Wir brauchen noch Metall und dann die komischen Motoren oder was das immer ist. Ach du Scheiße, da brauchen wir nur viel. Auftrag. So, nach Hamburg bitte. Erzmaschinen, ja, das brauche ich. Super, und da können wir gar nicht mehr mitnehmen. Ja, nehmen wir das. Bestätigen. Schauen wir mit dem Sprit aus. Ja, tanken, ablegen, Hamburg. Und hoffen, dass wir das erfüllt haben bald. Ja, passt schon. Du hast ja das so wollen. So, Hamburg Metall. Ja, das ist immer gut. Metall ist gut.
Jetzt aber da nehmen wir das mit, weil das sind 385 und das sind 371. Ansonsten, ja, kann ich sowieso nichts mitnehmen. Gut, gut. Wenn wir noch mal tanken. Oh, ist zwar nicht günstig, aber was soll's. Hamburg oder Felixstowe, wir nehmen jetzt erst einmal das. Ablegen. So. So, wie schauen wir da jetzt aus? Was haben wir da jetzt alles? Metall brauchen wir noch und die komischen Maschinenteile. Okay, Auftragslisten. Das war der Rotterdam, ist gleich in die Ecken. Renault oder Felix dann. St. Petersburg. Ja, bleibt mir nichts über. Wir fahren Rotterdam. Aha, da kann ich entweder oder nehmen. Na toll. Ja, na, probieren wir es einmal mit Rotterdam. Ich hoffe, dass wir dort was Anständiges kriegen. So. Ja, Freunde, aber ob wir den Auftrag schaffen oder nicht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Zeit ist schon wieder um. Der Manikus sagt wie immer: Ciao, ciao!